die Seedoffen. 118 Meter lang, 15 Meter breit, Masthöhe 60 Meter. Ja, wenn Sie sich jetzt fragen, wo der große Rucksack mit der kleinen Frau hin will, ganz einfach, wir heuern hier an, auf dem russischen Segelschulschiff Seedoff als Aushilfsmatrose. Das Ticket ist in Ordnung. Für den Touristenpreis von 700 Euro geht's von St. Petersburg nach Litauen. Geschlafen wird in 10 Bettkajüten. Und sein Bett muss natürlich jeder selber beziehen. Und ich kann Ihnen sagen, die erste Etappe, die ist schon so anstrengend. Es sind bestimmt 30 Grad hier drinne. Es ist wahnsinnig warm. Draußen an Deck laufen die letzten Vorbereitungen. Alles startklar zum Auslaufen. Toller Sonnenuntergang und jede Menge nackte Männer hier. Gucken wir doch mal, was noch passiert. Dann geht's los. Kurz vor Mitternacht legen wir ab, mit einem letzten Blick auf die berühmten weißen Nächte von St. Petersburg. Antreten am nächsten Morgen. Die Tage der Kadetten sind streng durchorganisiert. Jetzt geht's an die Arbeit. Wer so wie ich als Aushilfsmatrose mitfährt, kann alles mitmachen, muss es aber nicht. Ich habe mich fürs Mitmachen entschieden und finde mich irgendwie in der Putzkolonne wieder. So, mein Putznachbar ist Dima und Dima erklärt mir jetzt mal, warum wir das eigentlich machen. Dima, почему мы делаем вот это? Im Laufe der Zeit wird das Deck sehr rau und das ist natürlich nicht angenehm zum Laufen. Deshalb schütten wir Wasser und Sand drauf und dann wird ordentlich geschrubbt, bis alle Unebenheiten weg sind. Da entscheide ich mich doch spontan fürs Sand ausschütten. Zweimal täglich gibt's die kleine Wäsche, einmal in der Woche bekommt das Schiff ein Vollbad. Dabei wird geputzt und poliert bis in die kleinste Ecke. So wie ich das bislang gesehen habe, tun die Kadetten auch jeden Morgen alles ordentlich polieren. Und manchmal habe ich das Gefühl, hier an Bord ist nur deswegen so viel Messing und Metall, damit die Kadetten auch ordentlich beschäftigt sind. Russland hält auf der Seedoff die Tradition hoch. 90 Jahre ist das Schiff alt. Die 110 Kadetten werden für die russische Fischereiflotte ausgebildet. Zu Matrosen, Offizieren, Navigatoren. So wie Semyon. Der 22-Jährige studiert Navigation in Murmansk und lernt auf der Seedoff. Den Kurs bestimmen, das Navigieren, das Lesen von Seekarten. Sein Ziel ist ganz klar. Natürlich möchte ich mal Kapitän werden. Welcher Kadett möchte das nicht? Ich jedenfalls will das und deshalb bin ich hier. Täglich heißt es für die Kadetten rauf auf den Mast. Segel einholen, Segel setzen, Ballons halten, das alles will erst noch gelernt werden. Ich will das natürlich auch lernen und hoch hinaus auf den Mast. Ich soll wie ein Affe hochklettern. Immer abwechseln. Держись за боковые. Вот за эти, Корнелия. Ja. Je höher man kommt, desto mehr wackelt es natürlich. Und am besten, man guckt weder hoch noch runter. Segler Sascha gibt den Takt vor. Mit atemberaubender Sicherheit klettert er den Mast hoch. Wir landen bei 37 Meter Höhe. So hoch wie ein fünfstöckiges Mehrfamilienhaus. Einmal in den Tier gegriffen. Abwischen. Das gehört dazu. Also hier stehen dann normalerweise die Matrosen und holen das Segel ein oder lassen es los. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Also ehrlich gesagt, mir rennt jetzt so viel Angstschweiß. Mir reicht das. Ich gehe jetzt einfach wieder runter. Ты на нижнем марселе поднялась, видишь? Нет. Er möchte jetzt, dass ich hier noch rausklettere, aber ich sitze hier ganz gut und genieße die Aussicht. Ich sehe zwar nichts anderes außer Wasser, aber ist ja auch schön. 40 Meter tiefer im Unterdeck der Seedoff. Hier sitzen die Touristen zusammen und teilen unvergessliche Momente, hundertfach festgehalten auf Fotos. 7 Männer und Frauen haben den Nostalgietrip auf dem Traditionssegler gebucht. Und für jeden Einzelnen ist es ein ganz besonderer Urlaub. Ich habe schon immer davon geträumt, auf genau diesem Schiff mitzusegeln. Das hat für mich etwas Lyrisches. Der Wind, das Meer, das Schiff. Der nächste Morgen. Das war jetzt das Zeichen, alle Mann an Bord. Jetzt das Manöver.
Es sollen Segel gesetzt werden. Etwa die Hälfte der Jungs muss rauf auf die Masten, rein in die Rahn. Nur die Allerbesten können jetzt während eines Manövers hochklettern. Dazu gehöre ich natürlich nicht. Hat natürlich auch Sicherheitsgründe, dass man jetzt die Aushilfsmatrosen nicht da hochjagt. Deswegen habe ich jetzt einfach mal eine Minute frei. Naja, ganz frei natürlich nicht. Denn auch unten an Deck müssen die Kadetten ganz schön ran. Die Segel wollen nun in die richtige Windrichtung gezogen werden. Ich glaube, ich habe den leichtesten Job. Die Männer vor mir ziehen nämlich ordentlich. Und dann zeigt sich die Seedorf endlich in ihrer ganzen Schönheit. Alle Segel gesetzt, die Maschinen aus, die Seedorf segelt. Fast eine Woche dauert die Fahrt und dann sind wir da. Ankunft im litauischen Klaipėda. Der Abenteuerurlaub auf dem Traditionssegler ist vorbei. Das ist die Belohnung für all die Strapazen. Ich habe das Zertifikat bekommen, dass ich 549 Seemeilen auf der Seedorf mitgesegelt bin. Was will man mehr? Und selbst die Jungs stehen noch mal in blütenweißer Uniform so richtig stramm. Und allein für diesen Anblick würde ich doch glatt noch weiter segeln. Die Reise auf dem 90 Jahre alten Schiff ist ohne Zweifel einmalig.